Moin Leute und herzlich willkommen. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Review, Unboxing, was auch immer, was ihr zu den neuen AirPods Pro seht. Jedoch habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, euch mit allen Informationen zu versorgen, die zurzeit bereitstehen, wenn wir über Serviceaspekte sprechen, über den Klang, über die Einrichtung, welche Einstellungen ihr unter anderem eben überall habt und was mein Fazit dazu ist, ob es sich lohnt, das Geld auszugeben oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's nach dem Intro. Erwarten euch folgende Sachen. Wir haben ein Unboxing, wir gucken uns die Einrichtung mit iOS 13.2 an, was die Grundvoraussetzung für die neuen AirPods Pro ist. Bei meinem ersten Video zu den AirPods Pro habe ich euch dann schon ein bisschen was zu der Technik erklärt. Hier gehen wir nochmal genauer drauf ein. Es gibt ein Klangfazit, nachdem ich sie jetzt den ganzen Tag testen konnte. Wir sprechen über den Wasserschutz, der für viele interessant sein wird, vor allen Dingen auch als Alternative zu den PowerBeats Pro. Wir gucken uns Serviceaspekte an, was ist, wenn ihr mal einen Eartip verloren habt oder was es kostet, wenn ihr einen AirPod Pro verliert. All diese Dinge gucken wir uns im gesamten Video an und darüber werde ich euch informieren. Wir schlucken die bittere Pille mal direkt zum Anfang. Die AirPods Pro kosten 279 Euro und damit 50 Euro mehr als die AirPods der zweiten Generation mit dem Wireless Charging Case, die immer noch erhältlich sind. Die werden also nicht aus dem Programm genommen, sondern man kann sie weiterhin erwerben. Nachdem wir die obligatorische Hülle entfernt haben, können wir das Case aufmachen und da strahlt uns schon das altbekannte Design bei Apple in California Booklet an. Das nehmen wir einmal heraus, haben dann noch ein bisschen Anleitung. Das gucken wir uns aber alles gleich im Detail direkt bei der Einrichtung ein. Das heißt, wir können das erstmal zur Seite packen, haben dann entsprechend die AirPods Pro in ihrem Case. Die packen wir erstmal zur Seite. Denn darunter kommt das, was wir bei anderen Kopfhörern schon kennen, nämlich die entsprechenden Eartips. Die Medium sind installiert, wir haben in der Packung noch mit drin Small und Large. Und dann als Überraschung, und das habe ich beim ersten Video zu den AirPods Pro schon gesagt, wir haben ein USB-C auf Lightning-Kabel dabei. Das ist standardmäßig, solltet ihr also kein USB-C-Ladegerät haben oder gegebenenfalls ein Mac oder ein PC mit einem USB-C-Anschluss, braucht ihr noch ein entsprechendes Ladegerät dafür, damit ihr die aufladen könnt. Wichtig zu wissen. Und dann kommen wir einmal zur Hauptattraktion des Abends, nämlich zu den AirPods Pro. Also angeschnallt und los geht's. Wir entfernen die Hülle und dann erstrahlt uns das Case in seinem ganzen Glanz. Um das Ganze nun einrichten zu können, brauchen wir ein Gerät mit der neuesten Softwareversion. Das heißt, wir brauchen ein iPhone mit iOS 13.2 oder ein iPad mit iPadOS 13.2. Ein Mac mit macOS Catalina 10.15.1. Auch das ist diese Woche rausgekommen, nämlich gestern. Und damit lässt sich das Ganze koppeln. Bei der Apple Watch ist die Voraussetzung WatchOS 6.1. Auch damit wurden wir gestern versorgt. Und nachdem wir sie verbunden haben, werden wir über das Installationsmenü noch mit diversen Informationen versorgt, nämlich wie die Mediensteuerung funktioniert, wie die Geräuschkontrolle zu steuern ist und wie wir das Ganze auch noch im Kontrollzentrum bedienen können. Und als letztes Informationsfenster haben wir auch die neu eingeführte Funktion mit iOS 13.2, Nachrichten ankündigen mit Siri. Das ist sowohl kompatibel mit den AirPods Pro als auch mit den AirPods der zweiten Generation. Um weitere Einstellungen zu treffen, müssen wir einmal in die iOS-Einstellungen gehen, und zwar genau zu Bluetooth. Und dann haben wir dort unsere AirPods Pro und da tippen wir einmal auf das kleine i neben dem Namen. Dort haben wir neben der Möglichkeit, einen neuen Namen zu vergeben, die Geräuschkontrolle. Hierbei wird unterschieden zwischen Geräuschunterdrückung, abgeschaltet und dem Transparenzmodus. Und bei blauer Schrift hinterlegt haben wir den Passtest für die Ohreneinsätze. Dafür müssen wir die AirPods Pro einmal in unsere Ohren einsetzen, damit sie testen können, ob die gewählten Eartips die Abdichtung gut meistern können. Ich habe hier bei mir die mittleren ausgewählt, weil die schon installiert waren und ich dachte, damit können wir es mal versuchen. Der Passtest weist uns dann im nächsten Bildschirm einmal darauf hin, dass sie gut und bequem und sicher in den Ohren sitzen sollten. Ist das gewährleistet, können wir auf das kleine Wiedergabesymbol drücken, um dann entsprechend Musik abzuspielen und die Passform zu testen. Dieser ganze Prozess nimmt nur ein paar Sekunden in Anspruch
Und sollte das Ergebnis gut sein, bestätigt euch der Test das Ganze auch mit einer guten Abdichtung für links und rechts. Passt das nicht, könnt ihr andere Ohreneinsätze nochmal testen, um damit die Abdichtung zu gewährleisten. Dieser Pass vom Test kann immer wiederholt werden zu jedem Zeitpunkt. Ich habe sie sowohl mit den kleinen, großen als auch mittleren probiert. Bei den kleinen und den mittleren war die gute Abdichtung, bei den großen nicht so sehr, weil sie da nicht gut ins Ohr gepasst haben. Ihr könnt auch verschiedene Einsätze wählen für links und rechts, je nachdem, was euch am angenehmsten erscheint und was eben im Pass vom Test dann auch gut bewertet wird. Wenn wir uns über die Technik unterhalten, ist der größte Unterschied zwischen den vorherigen AirPods-Generationen die aktive Geräuschunterdrückung. Die AirPods Pro lösen das mit zwei Mikrofonen, eins welches nach innen gerichtet ist und eins welches nach außen gerichtet ist. Das nach außen gerichtete Mikrofon nimmt klassischerweise die Umgebungsgeräusche auf, erzeugt einen Antischall und filtert damit die entsprechenden Umgebungsgeräusche raus. Und das nach innen gerichtete Mikrofon nimmt die Geräusche aus dem Ohr auf und filtert diese durch einen Antischall raus. Und das Fazit dazu ist phänomenal. Während ich bei anderen In-Ear-Kopfhörern immer das Gefühl hatte, dass ich mich selber atmen höre oder auch meinen eigenen Herzschlag höre, funktioniert das mit den AirPods Pro ganz wunderbar. Nämlich die nach innen liegenden Geräusche, Atmung und so weiter, werden komplett rausgefiltert und man hört wirklich gar nichts. Im Gegensatz zum Transparenzmodus, der nämlich die nach außen gerichteten Geräusche durchlässt und es euch damit ermöglicht, Dinge wie zum Beispiel Straßenverkehr und solche Dinge wahrzunehmen oder auch, wenn es die Höflichkeit nicht zwangsläufig gebietet, einem Gespräch zu folgen mit eingesetzten AirPods Pro. Meine Empfehlung ist nichtsdestotrotz, die AirPods rauszunehmen, wenn ihr mit Leuten sprecht. Ist die Geräuschkontrolle komplett deaktiviert, höre ich sowohl Außengeräusche als auch mein eigenes Atmen, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man von Geräuschkontrolle abgeschaltet direkt zu Geräuschkontrolle eingeschaltet wechselt. Wenn wir über den Klang sprechen, sprechen wir auch immer über etwas sehr Subjektives. Für meinen Geschmack mit aktivierter Geräuschkontrolle liefern die AirPods Pro einen satten Bass, für solch kleine Kopfhörer natürlich. Und wie wollen sie auch nicht vergleichen mit On-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörern, die auch eine aktive Geräuschunterdrückung mitbringen. Im Fazit klingen sie für mich etwas besser als die AirPods der zweiten Generation oder der ersten Generation durch die aktive Geräuschunterdrückung, die Abschallung nach außen. Ist das schon ein Riesenvorteil. Neben dem satten Bass liefern sie für mich auch saubere Höhen und Mitten. Es kommt natürlich auch immer auf die Quelle des Audiomaterials an. Ich benutze für meinen Fall immer nur noch Apple Music. Solltet ihr euch selber vom Klang oder dem Passgefühl überzeugen wollen und ihr einen Apple Store in der Nähe habt, kann ich euch das Try-On dort nur empfehlen. Ihr habt die Möglichkeit, alle Ohreinsätze auszuprobieren und euch im Prinzip den Klang dort einmal zu Gemüte zu führen. Neben den Einstellungen über das Infosymbol in den Bluetooth-Einstellungen eures iPhones für die AirPods Pro habe ich noch eine weitere Einstellung gefunden, die ihr bei den Bedienungshilfen findet. Unter dem Punkt AirPods, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt, habt ihr unter anderem die Möglichkeit, das Drücktempo zu verändern, sowohl als auch die Haltedauer und die Geräuschunterdrückung mit nur einem AirPod zu ermöglichen, was besonders gut ist, wenn ihr nur mit einem telefoniert zum Beispiel, aber trotzdem nicht auf die Geräuschunterdrückung verzichten wollt. Sehr nützliche Einstellung. In meinem ersten Video habe ich euch ja ein bisschen was zur IPX4-Zertifizierung gesagt und damit dem Wasserschutz. Die AirPods als solches sind sowohl wasser- als auch schweißresistent, nicht dicht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ihr solltet damit nicht schwimmen gehen, nicht baden, nicht duschen. Sie sollten keine Lotionen oder Seifen ausgesetzt werden. Sie können allerdings beim Sport getragen werden als Beispiel. Und sie können auch mal nass werden, beispielsweise durch den Regenschauer. Sollte das passieren, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass sie komplett trocken sind, bevor ihr sie ins Wireless Charging Case zurücktut. Nicht, dass da im Prinzip durch den Strom Korrosion oder andere Dinge entstehen und ihr damit sowohl die AirPods als auch das Case beschädigt. Des Weiteren weist Apple in seinem Support-Artikel darauf hin, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde, dass ihr nicht mit Hitze oder komprimierter Luft agieren solltet, um die AirPods zu trocknen. In dem Artikel stehen auf jeden Fall noch ein paar mehr nützliche Hinweise, klickt euch da auf jeden Fall rein.
wenn ihr darüber mehr erfahren wollt. Und wo wir schon über Spritzwasserschutz gesprochen haben, sollten wir auch über die Serviceoptionen sprechen, die ihr mit den neuen AirPods Pro habt. Für mich ist es immer wichtig, dass man sich nicht nur das Produkt leisten kann, sondern eventuell auch die Wartung oder zumindest darüber Bescheid weiß, welche Kosten auf einen zukommen können. Bei den AirPods Pro kostet der Batterieservice sowohl für einen AirPod als auch das kabellose Ladecase jeweils 55 Euro. Solltet ihr eine Gebühr für die Serviceleistung außerhalb der Garantie in Anspruch nehmen müssen, beispielsweise der AirPod ist euch runtergefallen und ihr seid draufgetreten, fahren dafür 99 Euro an pro AirPod und ebenso 99 Euro für das verlorene AirPod Case. Und bei Verlust fahren jeweils 99 Euro für einen AirPod an und 109 Euro für ein verlorenes kabelloses Ladecase für den AirPod Pro. Apple hat allerdings auch vor kurzem AppleCare Plus für Kopfhörer eingeführt. Hier könnt ihr die entsprechenden Kosten etwas reduzieren. Für Beschädigung fallen jeweils 29 Euro an und ihr habt zwei unbeabsichtigte Beschädigungen abgedeckt damit zu jeweils 29 Euro und ihr verlängert dazu noch die Garantie um ein weiteres Jahr, was auch eine nette Option ist, damit man sich nicht mit der Gewährleistung bei seinem Händler rumschlagen muss. Alle, die das schon mal erlebt haben, wissen, wovon ich rede. Und solltet ihr mal Ersatz-Eartips benötigen, kann man diese wohl für 5 Euro bei Apple nachkaufen. Ein akzeptabler Preis, finde ich, dafür, dass man sie offensichtlich dann verloren hat. Und damit kommen wir zu meinem Fazit. Ich finde, die AirPods Pro sind wirklich hervorragende Kopfhörer geworden. Sie bringen genau das mit, was den Vorgängern gefehlt hat, nämlich die aktive Geräuschunterdrückung und das ziemlich gut gelöst mit den zwei Mikrofonen. Für mich die perfekte Lösung. Sowohl die aktive Geräuschunterdrückung als auch der Transparenzmodus sind wirklich sehr gelungen. Klanglich gesehen sind sie besser als die Vorgänger. Das ist für mich an der Stelle wichtig, dass sich der Aufpreis nicht nur für die Geräuschunterdrückung lohnt, sondern auch für das Klangbild. Und ja, wie gesagt, an der Stelle 279 Euro sind kein Schnäppchen. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob es das für ihn wert ist. Und ob er sich das Ganze kauft. Wie gesagt, ich würde zumindest empfehlen, wenn man Interesse daran hat, sich AirPods zu kaufen, ob die zweite Generation oder AirPods Pro, dass man sie zumindest einmal Probe gehört haben sollte, bevor man eine qualifizierte Entscheidung auch treffen kann. Ich hoffe, das Video war für den Ersteindruck und für den Einblick dessen, was sie können, welche Einstellungsmöglichkeiten man hat und was ihr bedenken solltet beim Kauf. Eine hilfreiche Option für euch. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Gefällt mir für das Video da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für die nächsten Videos. Ich werde noch ein Vergleichsvideo machen zwischen der Vorgängergeneration und den AirPods Pro, dass auch ihr nochmal den genauen Einblick habt, was sind eigentlich jetzt die Unterschiede zwischen beiden Generationen und welches für mich vielleicht die bessere. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Genießt die Zeit bis dahin. Macht's gut!